Herr CCN-Jungs, wir fangen an mit dem Formel 1. Da waren 4 Starter. So, denn auf das Treppchen mit Platz 3 der Carsten Vögel. Auto. Was sind wir jetzt? Formel, ne? Das dauert wieder. So, auf Platz 2 der André Hoffmann. So, und dann hat die Formel 1 der André Brandt. So, dann kommen wir zur Klasse 211 Start, der CCM, was er immer das heißen mag. 2 Starter, auf Platz 2, die Andrea Fechtler. Küsschen! So, gewonnen hat das Ganze der Jörg Zeiss. Aus Gölle. Gölle Alaf. Ja. So, dann machen wir jetzt mal die Elektroklasse zwischendrin. Da hatten wir 6 Starter. Auf Platz 3 kenne ich alle schon. André Brandt. So, auf Platz 2 André Hoffmann. Hat auch schon mal gehabt, hä? Haben wir alles schon mal gehabt hier. So, und gewonnen hat das Ganze der Henrik Eilers. Nee, lass das Lachen weg, sieht scheiße aus. Ja, das so, wir kommen jetzt zur Klasse DSS, VW10. Da waren 4 Starter und auf Platz 3 der Thomas Gröhlich. Auf Platz 2 der Sebastian Kurt. Ja, ja, ich hab's doch Helmband. Oh, anständig, ja. Helmband. Immer diese Ausreden. Okay, gewonnen hat das der Raphael Paldian. Yeah! Den habe ich heute schon mal gesehen, das Kassierer bei euch, ne? Raphael! Eines der wichtigsten Leute. So, dem bleibt übrig die Klasse 211 Müller. Da waren 2 Starter und auf Platz 2 der Thorsten Andresen. Hier, ja, der kleine Mann mal. Der Thorsten. Ja, da hin. Komm, wir können jetzt runter. Jetzt, der Tasse schnell. Ja.
dreimal, viermal. Mach mal. Nee, ich hätte schon Feuer. So, und gewonnen hat der, kenne ich gar nicht. Oliver Knauge, wer ist das? Der Opa. Ich gratuliere dir. So, ich möchte mich noch bedanken bei den ganzen Rednern in der Küche, in der Zeitnahme. Die ganzen Jungs, die da gestern und heute ihre Freizeit vergeudet haben, um für euch das herzurichten. Mein Dank an diesen beiden. Euch allen wünsche ich eine schöne Heimfahrt. Ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Nee, ja, wir sehen uns dieses Jahr sogar noch. Auch noch. Dieses Jahr, ja. Ja. Genau. Olli, magst du noch was sagen, ja, ne? Ja, also ich möchte mich auch ganz herzlich erstmal bei der PSS-Gruppe Mitte bedanken für ihre Teilnahme hier, dass sie uns ertragen haben als quasi Hobbygruppe. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Jahr wiedersehen. Es hat wie immer Spaß gemacht, das war eine tolle Veranstaltung, mal euch zuzugucken, wie ihr das so macht, mit euren großen Rennern, sage ich jetzt mal. Und vielleicht konntet ihr das ein oder andere auch von uns abgucken, was wir so machen. Beim Verein möchte ich mich bedanken für die Unterstützung, dann für unsere Vereinsmitglieder, die tatkräftig die ganze Woche hier fleißig waren, in der Küche ausgeholfen haben und auch die PSS-Gruppe unterstützt haben, bewirtet haben. Und ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die heute gekommen sind und wünsche euch auf diesem Wege dann auch alles Gute für die Rundfahrt und dass ihr zahlreich dann im September hier wieder vertreten seid, damit wir hier würdig unseren Cup fahren können und unser 10-jähriges Jubiläum hier feiern können. In diesem Sinne, toi toi toi, alles Gute und bis September dann. Na? Ja, in Leipzig sehen wir es auch. Auch wenn es ein Verein muss.